Ich hab Food. Was gab's denn bei euch generell heute so als Hauptspeise? Ich möchte jetzt nicht Abendessen oder Mittagessen sagen, weil ja nicht jeder zur gleichen Zeit warm ist. Aber was gab's bei euch so Leckeres? Das ist der Markt, das Pokémon Center. Noch gar nichts. Das ist nicht gut. Tomatenspaghetti. Oh ja. Kartoffeln, Würstchen und Mischgemüse. Ganz klassisch, ist aber auch lecker. McDonald's. Darf man auch mal machen. Tortellini im Ofen. Nom nom. Asiatisch. Fairerweise bei den Leuten, die noch gar nichts geschrieben haben, wir haben auch erst 5:30, also ist in Ordnung, würde ich behaupten. Kartoffelbrei mit Rucola und Kaiserbraten. Oh ja. Gebratene Hähnchenbrust im Wrap-Teig mit Salat. Auch nicht schlecht. Grünkohl mit Mettwurst, das ist auch so ein klassisches Winteressen, oder? Das gab es bei uns früher auch immer. Schlemmerfisch mit Kartoffelbrei und Gurkensalat. Oh ja, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Bei uns gab es heute eine Reis-Nudel-Gemüsepfanne mit so einer Süß-Sauer-Barbecue-Soße, whatever, was auch immer ich da zusammengemixt habe. So mit Zucchini, Paprika war drin, Möhre, Champignons, Zwiebeln. Ja. Jetzt bin ich aber mal voll auf dieses Gebiet hier gespannt. Wir sind zumindest vom Level her jetzt ein bisschen besser aufgestellt. Das heißt, ich muss, glaube ich, nicht ganz so viel Angst haben. Ach ja, ich habe hier übrigens auch versucht zu trainieren. Deswegen kenne ich die Pokémon hier sogar. Und wir haben hier wunderschön Sandsturm. Kann ich gehen? Perfekt. Aber ist vor allen Dingen auch so sehr untypisch, finde ich, für die zweite Gen. Was ich halt besonders an Kristall zum Beispiel mochte, waren jetzt so Orte wie der Eisfahrt oder auch die Drachenhöhle, weil die halt schon nochmal ein bisschen sich abgehoben haben, finde ich, vom Rest. Und das Gebiet hier macht das eigentlich auch ganz gut, weil es halt was Vergleichbares definitiv nicht gibt. Na? Wir haben sogar ein paar Trainer. Mal gespannt, aber ich denke mal, höher als 30 werden die hoffentlich auch nicht sein. Hm. Okay. Ich glaube, da war das Gyarados wahrscheinlich gerade sehr Rare Encounter auch. Das ist okay. Also ich glaube, es war schon ganz gut, dass ich da ein bisschen... Entschuldigung, mein Stuhl knarzt. Ein bisschen trainiert habe. Weil ich schon so das Gefühl habe, dass wir phasenweise immer so ein bisschen unterlevelt gewesen sind. Und ich glaube, da ist es schon ganz gut, dass ich jetzt so ein kleines bisschen trainiert habe und wir jetzt eigentlich auch bequem mal irgendwo erkunden können, ohne direkt auf die Nase zu bekommen. In meinem Mikro klingt alles irgendwie immer viel gefährlicher. Wenn mein Stuhl knarzt, ist es irgendwie viel lauter, als es eigentlich ist. Wenn die Meris irgendwas machen, ist es unglaublich laut. Wenn Jan wieder, keine Ahnung, umfällt, ist es unglaublich laut. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich weiß, dass da jetzt ein Schaufler kommt und ich nicht weg kann. Ich weiß nicht, wie der mich immer noch im Wickel drin hat, wenn er unter der Erde ist, aber okay, er hat, glaube ich, einen sehr langen Schweif. Ach, das ging sogar. Ich weiß auch gar nicht, kam da noch eine Stall in dem Gebiet? Ich meine irgendwie schon. Ich bin auch mal voll gespannt, wo wir am Ende rauskommen, weil wir eigentlich wieder in Teak City landen sollten, aber ich weiß nicht wo. Woggle, ich glaube, das habe ich ungefähr so gesagt, ja? Kangama. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie Kangama hier aussah. Habe ich dich schon mal gesehen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe es schon mal gesehen, aber ich weiß es nicht. Aber es sieht aus, als wenn ich es mit Surfer gut angreifen könnte.
Jo. Ich bin auch voll gespannt auf Porygon Z irgendwann. Ich hätte vielleicht Items ablegen können, fällt mir gerade ein. Naja. Weil ich finde eigentlich unsere kleine Ente hier schon recht süß. Ich hoffe, sie wird jetzt nicht irgendwie hässlich, wenn es sich nochmal entwickelt. Wobei das generell immer meine Angst ist, wenn ich irgendwie ein neues Pokémon habe oder so und ich entwickle das. Du siehst flauschig aus. Habe ich immer Angst, was dabei rauskommt. Ich hatte in Schwert und Schild so Angst, als ich meinen Wolli entwickelt habe. Also ich glaube, seit mir das mit Flurmel und Krakelo passiert ist, bin ich irgendwie... Oh! I see. Bin ich irgendwie etwas geschädigt. Es ist echt das Krakelo-Trauma. Und es wäre ja nicht besser geworden mit Krabums. Also Flummel finde ich ja echt süß. Wobei ich glaube, ich sowieso immer ein sehr seltsames Team hatte, als ich als Kind Smaragd gespielt habe, weil ich habe Smaragd sehr, sehr oft gespielt. Und ich meine, ich habe natürlich auch mal so ein bisschen variiert. Aber ich habe halt am liebsten Hydrobi mitgenommen. Hatte auch oft dann Schwalbini dabei, Trasslack, Nidels, Standard. Flummel habe ich versucht, aber ab Level 20 war vorbei. Ich habe tatsächlich auch Eneko mal mitgenommen. Ja, ich weiß, Eneko, aber ich finde es halt legitim echt süß, ist die Sache. Und Enekoro kann halt wirklich auch super viel lernen. Also wenn dann mein Enekoro mit Hyperstrahl kam, war jetzt schon nicht so schlecht. Deswegen, das habe ich halt als Kind auch mit dabei gehabt. Ich hatte auch mal einen Maskeregen dabei und Papinella habe ich dabei gehabt. Später dann auch Minun und Plusle als Elektro-Pokémon. Kamaub oder Kurtel als Feuer-Pokémon. Absol und Tropius später auch ganz gerne, Seemobs natürlich. Also ich glaube, das ist aber bis heute, glaube ich, auch bei mir so, dass ich auch gerne mal Pokémon mitnehme, die eigentlich gar nicht so stark sind, einfach weil ich sie mag. Dasselbe wie in Fire Emblem. Also ich sag mal, wenn ich mir jetzt Gen 3 angucke, dann würde man wahrscheinlich eher Voltenso mitnehmen als Minun zum Beispiel, aber ich fand Minun immer süßer. Und ich bin immer gut durchgekommen. So, was kann ich alles ablegen? Das kann weg. Das kann ich später mal irgendwann verkaufen. Warum habe ich so viele Mondsteine? Moment, die können bleiben. Falls ich mal irgendwo nicht mehr lebend rauskomme. So. Dann hätte ich mir damals gewünscht, als ich als Kind in Wiebkes Arena war und da nicht mehr rauskam, weil ich zwischendrin heilen wollte und mich dann irgendwie so blöd da eingeschlossen habe, dass ich den Weg nach draußen nicht mehr gefunden habe für 30 Minuten. Das war sehr traurig. So. Mal gucken, ob ich jetzt mal ein bisschen weiterkomme. Nein, Gyarados, du bist immer noch hässlich. Übrigens, Woggle, wenn du mir noch irgendwann in Zukunft einen anderen Pokémon-Hack empfehlen solltest, kannst du bitte einen nehmen, wo die Pokémon durchgängig ein bisschen süßer sind? Also nichts gegen den Hack hier, der ist schon ganz cool und ich mag auch viele der Pokémon, aber die sind jetzt nicht unbedingt so knuffig, ne? Pokémon Sweets, hast du ganz viele süße Pokémon. Aber Sweets habe ich ja schon mal gemacht, ne? Return of Ricicle. Ich kann mich an niemanden mehr erinnern, außer an Ricicle. Weil das ist aber auch schon echt lange her, ne? Da ist nix, okay. Pokémon Quarz. Tippert! Nein! Blutbert! Nein! Warum gibt es einfach so viele fragwürdige Pokémon-Hacks? Dann wiederum, wenn du wahrscheinlich in andere Szenen guckst und du guckst dir irgendwelche... Okay. Mario- oder Zelda-Custom-Gedöns-Sachen an, ist wahrscheinlich genauso viel seltsamer Stuff mit dabei. Ich weiß nicht, was es war, aber es ist weg. Es sah aus wie eine riesige Staubflose. Dratini! Wie sieht Dratini aus?
Warum? Ich weiß nicht, was mich mehr stört. Die Spritze, die aus seinem Schweif kommt. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll, ehrlich gesagt. Diese Ohrringe, nenne ich es mal. Oder dass es nichts mehr auf dem Kopf hat. Ich glaube sogar, letzteres stört mich am allermeisten, dass es quasi keine Öhrchen mehr hat. Das sieht irgendwie so falsch aus. Dann wiederum, sollte ich irgendwann ein Ratini bekommen, wahrscheinlich auch erst in der Drachenhöhle in Ebenholz City, bin ich ja leveltechnisch wahrscheinlich schon so auf 40. Das heißt, ich hätte ja dann auch wahrscheinlich, wenn ich es fange und trainiere, schon ein Dragonier. Das heißt, wir hätten Dratini eh nicht so lange und vielleicht ist Dragonier ja hübscher. Ne? Also... Wer weiß. Ich würde mir zumindest Dragonier nochmal angucken. Und Dragoran wiederum könnte ja eh nochmal ganz anders aussehen, weil die Körperform natürlich ganz anders ist, ne? Also vielleicht haben wir Glück. Warum ist Magma so verstrahlt? Ich weiß es nicht. Es hat Dinge gesehen und erlebt. Ich frage mich ja auch, wie hoch Jasmin vom Level her ist. Mindestens 35. Das heißt, wir sind eigentlich auch noch ein bisschen unterlevelt an der Stelle. Und Stahl ist natürlich auch immer ein schwieriger Typ. Erstmal gucken, wie viele Trainer hier noch so kommen. Es ist auf jeden Fall angenehmer als gewisse andere Hacks, die ich mal gespielt habe, wo du gefühlt 83 Trainer pro Route hattest und du einfach... Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wo du einfach partout nicht vorangekommen bist. Und wisst ihr, was auch schön an diesem Spiel ist? Es ist kein Open-World-Spiel. Triple Kick, okay. Die Sache ist, ich habe ja partout noch nicht mal was gegen Open-World-Spiele. Ich persönlich würde sie nur nicht unbedingt als... Ist Open-World ein Genre? Das ist wahrscheinlich eher so ein... Es ist für mich halt noch nicht mal wirklich ein Genre, weil es ist für mich einfach eine Game-Design-Entscheidung irgendwo. Weil ich sag mal, in erster Linie ist ja Pokémon immer noch ein Rollenspiel. Ich finde so Open-World als Genre ergibt halt nicht so viel Sinn. Es ist halt irgendwie einfach nur so ein bisschen, wie halt die Welt aufgebaut ist. Aber es wäre halt nicht unbedingt so meine erste Wahl. Weil ich halt gerne sehr gründlich erkunde und das für mich immer super schwer ist, wenn ich so eine große freie Fläche habe und dann in alle Richtungen kann und ich weiß nicht, ich habe halt gerne so abgegrenzte Gebiete, die ich dann komplett erkunden kann und dann kann ich halt in meinem Kopf das abhaken nach dem Motto, okay, das hast du halt komplett fertig. Aber diese Tatsache, dass ich halt nie fertig bin, weil es einfach so ein riesiges Gebiet ist und du dann quasi für dich gucken musst, ne, wo gehe ich jetzt lang und so. Okay. Bist du ein Drache, weil du so einen Schweif hast? Man weiß es nicht. Deswegen ist halt... Ich habe nichts dagegen, wenn die Gebiete auch mal ein bisschen größer sind. Siehe jetzt Xenoblade zum Beispiel oder Pokémon Legenden Arceus, aber du hast ja trotzdem noch Gebiete. Du hast große Gebiete, ja, aber du kannst es halt, ne, komplett fertig machen und dann ins nächste gehen. Ich finde halt immer, wenn solche offenen Welten zu groß sind, schlaucht es halt irgendwann noch einfach. Deswegen, ich habe jetzt an sich nichts dagegen, aber ich glaube, ich habe es dann doch lieber, wenn es zumindest ein bisschen... Bin ich jetzt von hier gekommen? Oder bin ich von oben gekommen? Wenn es halt ein bisschen linearer ist, beziehungsweise ein bisschen abgeschlossener in sich. Ne? Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum mittlerweile jedes Spiel dieses Bedürfnis hat. Ich meine, natürlich gibt es gewisse, ich sag mal, Trends irgendwo. Genau wie sich halt auch die Optik der Spiele natürlich im Laufe der Zeit einfach verändert hat. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin von hier gekommen. Aber ich finde jetzt nicht, dass man, ne, immer alles auf jedes Spiel übertragen muss, sag ich mal. Ich meine, es klappt natürlich in einigen Fällen ganz gut. Pokémon Open World hat auch funktioniert und Zelda Open World hat funktioniert. Kirby war ja nicht wirklich Open World, es waren ja trotzdem noch Level. Aber es war ein bisschen offener zumindest, oder
Mario Odyssey zum Beispiel war jetzt auch nicht Open World, aber ein bisschen offener, ne? Also es kann halt funktionieren, wenn man das halt fürs jeweilige Spiel, da geht's noch weiter, ein bisschen anpasst, ne? Also man kann natürlich mit in die Richtung gehen, weil man der Meinung ist, okay, das ist die Zukunft des Gamings einfach. Aber ich finde nicht, dass man jetzt, ne, für jedes Spiel so eine komplett klassische Open World machen muss. Man kann auch einfach sagen, okay, ich habe größere Gebiete, aber die sind immer noch in sich abgetrennt. Oder ich habe immer noch ein Level-System, aber die Level sind halt ein bisschen offener. Also das kann natürlich alles funktionieren. Meine Güte, kann ich hier weit zurücklaufen. Aber ich finde halt nicht, dass es jedes Spiel machen muss. Ah. TM9. Was haben wir denn da gerade gefunden? Sandsturm? Ja. Das ist jetzt nicht so viel besser. Naja, aber hier ist zumindest die Obergrenze. Das ist schon mal ganz gut. Da haben wir noch ein bisschen Wasser. Ne, aber so wie hier zum Beispiel. Ich kann halt wirklich alle Gänge entlang gehen und dann wirklich auch alles mitnehmen und habe nicht das Problem, dass ich gefühlt endlos in eine Richtung laufen kann. Also das finde ich dann doch ein bisschen angenehmer für mich. Ich finde zumindest einiges an Geld heute. Das finde ich gut. Okay, warum auch immer ich da nicht durchpasse. Wobei, vielleicht liegt der Baumstamm. Ich dachte, der steht. So, da ist noch ein Trainer. Ich meine, es wird alles teurer. Da sagt man nicht nein zu extra Geld. Wenn irgendwann die Abrechnung kommt, die Nebenkostenabrechnung, und ihr kriegt, keine Ahnung, 20 Euro zurück, da freut sich jeder drüber. Ich meine, warum hast du... Du steigerst dich aber vermutlich noch, oder? Gehe ich mal ganz stark von aus. Wie viele Pokémon hatte der denn? Okay. Oh, ich habe Tumbleweed Town erreicht. Also, er ist schon ein ganz schöner Held. Ist das die Lavandia-Musik? Es ist zumindest nicht die ganz gruselige. Abseits davon, dass das Geld für die ganzen Türen hier nicht gereicht hat. So eine Haustür ist aber echt teuer, also kann ich verstehen. Es ist so eine Stadt. Das ist schon irgendwie cool. Tumblevandia. Was? Moment. Was? Hello, welcome we to our Bucke Mon Center. Sicher, dass du dich da heilen willst? Oui, 33. Can he acht all Pucke Pokemon to perfect fact. Hello. Ja, okay. Kriege ich die danach wieder? Wahrscheinlich nicht, das kann man dann auch mal getötet. Also entweder ist das eine Maschine oder es ist komplett durch. Ich meine, es ist natürlich atmosphärisch schon sehr geil gemacht, aber... Bin ich jetzt im Pokémon-Haus gelandet oder was? Was? Rettet mich? Ich wollte nur gucken, wo der Gang hinführt. Rettet mich! Aber die Level sind immerhin okay. Ich meine, schön, dass sie extra dafür den Sprite eingefügt haben. Aber die Idee ist natürlich cool. Generell, dass sie halt ein neues Gebiet gemacht haben, finde ich schon
sehr stylisch, dass sie nicht einfach das übernommen haben, was sie halt hatten und abgeändert haben. Und ich finde, es passt auch wirklich gut, hier nochmal ein extra Gebiet zu haben, weil ich halt grundsätzlich immer das Problem hatte, dass ich an dieser Stelle immer ein bisschen unterlevelt war. Wenn ich für Bianca gut vom Level war, war ich für Jens zu niedrig. Wenn ich für Jens gut war, war ich dann für Hartwig und erst recht für Jasmin zu niedrig. Für Norbert war ich immer zu hoch. Aerodactyl. Okay. Deswegen ist es halt schon cool, dass sie dann noch ein extra Gebiet eingebaut haben. Und ich finde es auch an der Stelle wirklich sinnig. Und ich finde das auch echt cool, dass sie erst so einen Dschungel hatten und dann wirklich so eine Wüste und jetzt so eine Geisterstadt. Aber es ist schon ein bisschen creepy. Aber es ist cool gemacht. Nun. Passend. Aua. Das tat weh. Die Frage ist... Nice. Aber ich wechsle trotzdem mal einmal. Wenn es halt schon so aussieht wie Missing No, hat es dann quasi auch den Fragezeichentyp, aka hat halt keine Schwäche? Weil an sich, wenn es immer noch so ein bisschen aerodactylmäßig Gestein ist, hätten wir das, glaube ich, jetzt gemerkt. Oh, sie hatten eine Hyper Potion, okay. Also irgendwas stimmt hier in dieser Stadt nicht. Ich glaube, ich hätte noch mal eben rausgehen. Und erstmal draußen gucken, bevor ich hier weitergehe. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass ich hier angefallen werde. Hätte es ihn vielleicht erst auftauen und dann heilen sollen, aber okay. Hat es echt den Fragezeichentyp? Das ist interessant, weil es dann damit ja keine Schwäche hat. Huh. Oh, Aurorastrahl. Das können wir aber hier ruhig hinpacken. Ich muss sagen, so in Sachen Glitches oder Creepypasta oder so bin ich halt gar nicht informiert, weil das natürlich, ne, wenn es irgendwie, also gerade so Creepypasta und so, keine Ahnung, möchte ich auch gar nicht haben. Na, du bist auf jeden Fall nicht nur Drache. Drache Stahl? Siehst zumindest so ein bisschen danach aus. Aber ich meine, solange ich jetzt hier keine mega Jumpscare-Sachen habe oder so, ist es okay. Ich meine, es sieht schon fragwürdig aus, natürlich, aber so an sich kann mir ja in dem Spiel jetzt nicht so viel passieren, als wenn das jetzt wirklich so mega realistische Grafik wäre, ne? Kannst du mich nochmal heilen? Vielleicht? Dann gucke ich erstmal, ob ich draußen noch irgendwas finde. Wahrscheinlich nicht sonderlich viel. Aber ne, bevor ich da jetzt weitermache. Also wir sind von hier gekommen. Quasi. Soll da nicht sowieso noch ein Detektiv-Pikachu-Spiel kommen? Hätte ich schon Bock drauf. Ich meine, das Spiel war jetzt nicht so sonderlich gut, um ehrlich zu sein. Aber es war schon ein unterhaltsames Stream-Projekt. Nee, hier ist direkt die nächste Route. Aber ich habe gesehen, da oben geht's aus dem Pokémon Center wieder raus. Na gut, dann gehen wir doch hier weiter. Aber ich wollte zumindest einmal gucken. Nee, also Detektiv Pikachu. Der Film war tatsächlich ziemlich gut. Ich meine, ich fand, manche Pokémon sahen etwas fragwürdig aus, ja. Aber an sich fand ich den Film eigentlich ganz gut. Das Spiel, ja, war halt manchmal auch ein bisschen seltsam und vorhersehbar. Aber so an sich, so als Streamprojekt, war das schon echt cool. Und ganz ehrlich, so gerne ich auch wirklich gute Spiele streame und spiele, es ist manchmal auch mal ganz lustig, nicht direkt Trash zu streamen. Also Trash ist natürlich auch manchmal sehr, sehr lustig, aber das überlasse ich dann lieber Jan. Wenn der wieder Captain Novolin und wie Blocksberg und was auch immer streamt. Aber wenn du halt so Spiele hast, die man halt trotzdem noch gut spielen kann, aber die trotzdem manchmal so ein bisschen dumm sind, das ist schon echt witzig. Und das war halt Detektiv Pikachu auch.
Also ich erinnere mich nicht mehr an so viel, ehrlich gesagt, aber ich weiß zum Beispiel, dass ein Kapitel, da gab es ja auch quasi in jedem Kapitel immer irgendwelche Fälle, die man lösen musste. Und ich weiß, in einem Kapitel war das total abstrus, dass dann plötzlich aus dem Nichts war dann irgendwer der Täter, wo ich mir dachte, was? Wo kommt der jetzt plötzlich her? Und auch so manche Konversation... Okay, ich mache jetzt mal so einen halben Hyperbeam. Ich weiß, manche Konversationen waren halt auch echt seltsam und das Ende war, glaube ich, auch echt seltsam. Aber es war schon lustig. Oh nein, Ariados. Ariados ist hässlich. Ja, sag ich doch. Aber immerhin vom Level her sind die hier ganz angenehm. Kommt jetzt ein Normal-Pokémon? Okay. Sie ist smart. Gut, dass ich noch einen Eisheb habe. So einen zweiten Film wäre auch ganz spannend. Ja, wobei ich glaube, der erste war aber auch schon ganz gut abgeschlossen. Generell finde ich es immer voll cool, weil ich ehrlich gesagt sehr wenig Filme an sich gucke. Ne? Also, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie neuer Star Wars Film oder neuer Avengers Film oder irgendeine Schnulze oder so, ne, wenn irgendwas im Kino läuft, ich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so. Aber so Anime-Sachen oder ne, was auf Videospielen basiert oder so, da bin ich immer voll am Start. Meistens ist es halt eher so, dass es dann bei uns im Kino eher so an ganz bestimmten Tagen nur läuft, so Anime-Night-mäßig. Aber wenn jetzt irgendwie Detektiv Pikachu lief, glaube ich, auch regulär, aber es ist eher so die Ausnahme. Sonic lief, glaube ich, auch regulär. Aber wenn halt irgendwelche One-Piece-Filme kommen oder My Hero Academia oder sowas wie Your Name oder so, da bin ich immer super gerne mit am Start. Und diskutiere mit Jan wieder darüber, wie groß mein Popcorn sein darf. Ich will keine Kinderportion. Aber Jan immer so, du schaffst eh nicht mehr. Und ich so, ich will aber keine Kinderportion. Und am Ende bleibt wieder was übrig und was Geld verschwendet. Puh. Aber ja, so ab und zu ist Kino schon immer ganz schön. Wo sind wir eigentlich, wenn ich das wüsste? Müssen wir mal wieder gucken, ob irgendwas Interessantes im Kino läuft. Man kann das auch mit nach Hause nehmen, genau. Die Sache ist, ich finde das immer so witzig im Kino. Im Kino ist ja alles echt teuer und ich meine, ich kann das auch irgendwie verstehen. Die wollen ja auch Umsatz machen. In der heutigen Zeit ist es high, als Kino wahrscheinlich auch nicht mehr so leicht, ne? Weil viele Leute das ja auch irgendwie illegal online angucken oder so. Deswegen... Ja. Man kann ja mittlerweile auch legal viel online gucken, wenn man es quasi da einfach sich kauft. Deswegen kann ich schon verstehen, dass da alles ein bisschen teurer ist natürlich. Aber wenn ich dann teilweise vor uns höre, die Leute, die dann auch zu zweit sind und dann quasi jeder ein Menü nehmen. Quasi Menü 1 ist dann eine große Packung Popcorn mit einem großen Getränk. Und ich meine, die Sache ist im Kino... Ist übrigens witzig, dass die hier alle Tränke haben. So als Krankenschwester irgendwie ganz passend. Und im Kino ist es meistens so, das Kleinste, was du kriegst, ist ein halber Liter. Also wir waren letztens ja bei One Piece Red im Kino. Und da war es auch so, dass du konntest einen halben Liter, einen Dreiviertel Liter oder einen ganzen Liter trinken. Und ich dachte mir so, der Film geht vielleicht 2 Stunden. Was soll ich mit einem Liter? Na? Auf jeden Fall, wenn du dann vor dir hörst, ja, ein großes Popcorn, dann ein Liter Getränk und dann noch ein Snack dazu und die andere Person dann nochmal eine große Packung Nachos und auch wieder ein Getränk und dann noch irgendwie ein Snack oder so. Und ich denke mir so, nee. Also Jan und ich, ungelogen, wenn wir im Kino sind, wir kaufen halt ein kleines Popcorn für mich. Jan nimmt sich Nachos und ein Getränk, aus dem wir beide trinken. Weil ich mir so denke, wenn ich da ein Liter Getränk habe,
Ich renne während dieses Films einfach dreimal auf die Toilette. Das will ich nicht. Deswegen versuche ich halt wirklich im Kino so wenig wie möglich zu trinken. Und deswegen kaufen wir halt verhältnismäßig echt wenig. Aber es reicht halt voll und ganz. Aber wenn ich dann teilweise höre, was da andere Leute nehmen. Ich meine, jeder wie er mag natürlich, aber... Na, das geht natürlich auch ziemlich aufs Portemonnaie. Ich wurde erwischt. Ne, wir haben leider keine Pausen im Kino. Zumindest nicht da, wo wir immer hingehen. Ach, du wieder. Wäre manchmal schon ganz praktisch. Ja, die Popcorn-Größen sind schon heftig, weil wir haben halt diese Kinderportion. Die ist halt meistens im Menü mit anderen Sachen noch mit drin. Dann halt so eine kleine Packung, die für mich aber ehrlich gesagt die normale Packung ist. So irgendwie. Und dann haben wir ja noch eine recht große Packung. Elektro. Stahl. Und dann gibt es ja noch den Eimer. Also wirklich so ein fetten Eimer mit Popcorn, wo ich mir denke, wie zur Hölle kann jemand so viel Popcorn innerhalb von maximal 2 Stunden schnabulieren? Na, immerhin der Burn. Das ist ganz praktisch. Aber an sich finde ich Kino schon immer ganz cool. Weil ich esse halt sonst zum Beispiel nie Popcorn. Und dann ist es schon eigentlich immer ganz lecker. Und generell mag ich auch so die Atmosphäre. Die 20 Minuten Werbung vorher nicht unbedingt. Ach ja, stimmt. Die haben ja die ganzen Tränke. Bitte gehen Sie. Aber schön, dass die alle meine Pokémon haben. Wir haben Ampharos gesehen, wir haben Lashokin gesehen, vorhin haben wir noch Porygon 2 gesehen. Die haben zumindest guten Geschmack. Aber ich meine, jetzt auch gerade im Winter hat man natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten. Klar, du kannst auf Weihnachtsmärkte gehen oder Kino geht natürlich immer. Aber ich sag mal so, schön im Park spazieren oder im Zoo oder so, kann man halt machen, klar, aber... Natürlich nicht so schön wie im Sommer. Jenny, wenn du dich jetzt richtig anstrengst, muss ich die Werbung sogar nicht snoosen. Du hast noch 60 Sekunden. You can do it. Ja, sehr schön. Jenny will auch, dass ich 5 Cent an der Werbung verdiene. Dankeschön. You can do it! Sie hat es zumindest geschafft. Hab sogar noch 40 Sekunden. Hooray! Die Sache ist aber zum Thema mit Werbung, ne, stört die und so. Ich muss jetzt schon wieder aufs Klo. Deswegen ist es schon eigentlich ganz passend. Und ab und zu mal aufzustehen kann definitiv auch nicht schaden. Dann machen wir noch mal ein kurzes Päuschen und dann... Keine Ahnung, was wir dann hier machen. Ich hoffe, wir kommen hier wieder lebend raus.